So, und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Minecraft. Und das ist gar nicht. Achso, ich habe übrigens den Sound von Loom auf dem Amiga, genau. Was ich gerade wiedergeben, ist eine wunderbare Seite. Wer Interesse hat, dann kann er gerne in den Kommentaren sein Interesse bekunden, dann werde ich das verlinken. Ansonsten spare ich mir die Arbeit. Na, so machen wir das. Was ist da hinten los? Da ist ein Creeper, eine Spinne. Ja, ist schon hart, das ist. Ja, das war aber damals sehr genial. So, wir bauen jetzt ein bisschen weiter. Wie gesagt, den Durchgang hier werden wir auch noch vergrößern. Das werden wir noch angenehmer gestalten. Also einen schönen Durchgang draus bauen. Da wird man den Bahnhof entspannt erreicht. Ich werde was sagen. Wir machen den. Wozu eine Treppe? Wozu eine Treppe? Ist doch Quatsch. Wir machen hier direkt runter. Also machen wir die Treppe mal weg. Machen wir die Treppe weg. Wir vergrößern den Durchgang. So machen wir das. So haben wir das dann erstmal ebenerdig. Erdig. So. Das machen wir. So. Ich vergesse jedes Mal den Link zu meinem Twitch-Kanal zu verlinken. Ja, da habe ich in der Beschreibung vergessen, was zu tun. Werde ich vielleicht in Zukunft dran denken, hoffentlich. So, wir machen das hier alles größer. Wir machen das hier. So. Was ist das hier? Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. So, das heißt, das hier machen wir ab. So, mal schauen, wo es uns hinführt. Bin ich hier irgendwo im Bett stationiert, ja, weil es dunkel wird? Ich glaube, da drin ist ein Bett. Ob ich das schaffe, noch vor dem Abend da hinzuarbeiten? Sonst muss ich mir halt die Treppe hocharbeiten hier. Dass ich da schnell reinspringen kann, wenn das dunkel ist. Ja. Solltet ihr Ideen haben, wie ich diesen Bahnhof gestalten soll, könnte. Wenn ich nicht zu weit schon fortgeschritten bin, wenn ihr das dann seht, das ist natürlich davon abhängig. Aber man kann ja dann immer noch Ideen irgendwie einbringen, die gut sind. Auf jeden Fall, weil ich bin ja nun nicht so der große Architekt. Ich baue einfach wild drauf los eigentlich. So, so nach meinem Gefühl, Geschmack und Bequemlichkeit auch oft. Ja. Wir sehen schon, dass ihr das problematisch ist. Ja, habe ich die Erde umsonst hier unten aufgeschüttet. So. Jetzt machen wir weg. Wieder weg. Das ist meine Schaufel, hab's hier. Ich habe neue gebaut. So. Okay. Hol hier den Faktor hier erstmal hin. So, jetzt ein bisschen Licht habe. Jetzt machen wir uns hier weg. Wir müssen hier noch. Wir müssen noch eine tiefer hier. Oh, einfach ein Grund, weil wir ja hier. Weil wir hier ja natürlich einen von uns ausgewählten Boden einsetzen wollen. Und wir müssen eine weitere Ebene einbauen. Ich nehme dafür, nehmen wir Bruchstein einfach. Eine weitere Ebene einbauen. Falls wir
Brettsturmfackel setzen müssen, sonst dafür Elektronikkram und so was, ne? Viel technischen Kram sollten wir auf jeden Fall auf diese Ebene immer noch. Ja, auf dieser Ebene kannst du ja weiter aufführen. Ja, ich glaube, wir müssen sogar eine Ebene noch tiefer auffüllen. Ja. Damit wir eben halt sowas bauen können, runterbauen können und so. Gut, ich werde da vorne wird wahrscheinlich nichts stattfinden, aber ich fülle es auch mal auf. Es wird sich ja genug Bruchsteine ansammeln. Dann können wir hier alles auffüllen hier. Na? Hier ist nicht. So, bang. So. Ja, ne, so. So wird es laufen. Und dann, vielleicht mal gucken. Also groben. Achso, machen wir das hier an. Ich werde mir überlegen. Ja, ich weiß ja, gut, ich weiß noch nicht, wie die Wände werden. Aus welchen Steinen, das weiß ich alles noch gar nicht. Habe gar keinen Plan drüber. Ich habe was gesehen. Ich sehe schon Gespenster. Ne? Ja, deswegen hier, das kann alles im Prinzip mit raus, ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann machen wir hier aus, dann können wir schon mal gucken, was für einen Stein wir einsetzen und zur Probe. Also ich habe ja schon, glaube ich, ich habe schon eine grobe Idee gehabt, was ich da favorisiere. Das wäre, ein Ziegel ist natürlich dann auch wahnsinnig teuer, also ein Ziegel ist da irgendwie nicht so häufig vorhanden. Auch noch nicht. So. Ist das denn auch breit genug? Ah, es wird alles noch größer. Kann natürlich alles noch größer werden. Also auf jeden Fall. So, machen wir erstmal hier das hier weg. So. Das Gerüst bauen wir mal ab. Auf die Stelle. So. Und ich glaube, hier vorne fangen wir mit Bruchstein an und dann bauen wir diese Ziegel noch. Das kann sich noch ändern, also keine Panik. Das ist jetzt erstmal nur so jetzt hier der Übergang von der Wildnis. Oh. Ja, jetzt frage ich mich, kann ich das noch weitermachen? Ja, gerne möchte ich es noch weiter. Willst du eigentlich noch weitermachen? Es muss gigantisch werden, es muss breiter, es muss breiter. Also diese ganze Reihe muss auch noch weg. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das muss weg. Ja. Also damit ihr schon wisst, was euch bevorsteht. Also es wäre stundenlang Steine-Klopperei. Und wer meine alte Welt kennt, weiß ja, dass bei mir nicht gekleckert wird. Hier wird geklotzt. Da werden tonnenweise Flächen abgebaut. Ja, schon aus dem alten Server hatten wir ja zunächst einmal so ein kleines Dörfchen, ne? Und dann nachher aber dann eine zweite Unterwasser, also erst ein kleines Dörfchen unter Wasser gebaut, eine Unterglaskuppel. Dann zweite hatten wir dann eine viel größere, wo dann eben auch mehrstöckige Gebäude unter Wasser bauen konnten, die eben halt mit Last waren, ne? Also ja, unter Kuppeln. Man konnte die mit der Bahn erreichen. Also man fuhr aber allerdings in die Richtung für knapp 15 Minuten, bis man dort war. Das war also relativ weit weg von den Standard-Spawn-Punkt. Mhm. So, ne, so machen wir das. Und dann wollte ich hier diese Steine hier nehmen. So. Das ist das hier für den ganzen Bahnhofsbereich. So, diese Steine hier. Ja, genau, und deswegen kannst du auch hier bis hierhin gehen. Weil wir das bis hierhin bauen werden. Ne? Und dann geht's hier los, ne? Das heißt, die Reihe geht auch noch weg. Und die Reihe geht noch weg. Die Reihen müssen weg hier. So wird's laufen. Ne? So wird's laufen. Und dann bauen wir hier so Eingangsbereich so aus, ne? Ja, und immer schön mit leckeren Bierklängen, die manchmal echt ganz schön schlimm sind. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es so schlimm klang. Das
Das fand ich so damals so geil, den Sound. Ich hatte den Amiga an der Stereoanlage angeschlossen. Das klang natürlich dann auch noch ein bisschen unmelöser, aber dennoch war es ja trotzdem nur diese. Hoppla. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das dann auch auffüllen. So. Steine brauche ich, ja? Viele Steine? Ist schon dunkel, ne? Ich muss mal zu meinem Schlafplatz kommen. Okay. Ja. So, jetzt mein Schlafplatz. Weil brauche ich die Treppe hier nicht mehr. Mal schlafen. Okay. So. Wir kommen so drauf zurück später noch. So. No. So, jetzt auch. Weil ich gerade überlegen war, jetzt hier diese Reihe war noch. Wo ist denn breit genug? Mir legen, ob ich nicht diese Reihe auch noch wegmache. Ich glaube, ja, machen wir auch noch weg. Die machen wir auch noch weg. Na, ja. Das hier wird dann sozusagen der so zentrale Knotenpunkt zu allen Stationen. Da wird es dann nachher noch schwer mit diesen Teleportern und Toren geht, wo man schneller zum Ziel kommt. Wird das dann hier auch noch irgendwie eingebaut, aber ich weiß auch noch nicht, wie es gehen soll. Ich habe es jetzt nur irgendwie mal gehört. Irgendein Streamer, dass das gehen soll. Irgendwie mit Nathan, glaube ich, und Redstone-Verbindung oder so, weil keine Ahnung, ich habe nur so halb zugehört. Hat aber keine Zeit, das nochmal nachzuverfolgen. Ich werde das mal erforschen oder vielleicht weiß einer von euch, dass wie es gehen soll. Ich möchte keine Mod haben dafür. Das soll mir wirklich so gehen, also mit dem Standard-Server. Ich möchte hier nichts installieren müssen. Mhm. Weiter wird natürlich auch wieder an Unterwasserprojekten gebaut. Ne? Ja, so ganze Städte unter Wasser, wenn möglich, so groß wie möglich. Ne? Mal sehen, wo die Bahn dann auch einfach stumpf mal durchfährt da. Ja, so machen wir das. Ja, ich verschwende die Dia-Achse, ich weiß, Spitzhacke. Aber mit anderen Werkzeugen dauert das zu lange. Und wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Ja, und dann gehen wir halt ein bisschen farmen, Dias farmen und dann gehen wir schon hin wieder. Ein paar habe ich noch da. Soll ich mal, achso, irgendwann bestimmt so ein Zaubertable, kann ich vielleicht ein bisschen Haltbarkeit auftun. Muss das mal gucken. Müsste mal einen der Nachbarn besuchen. Einer von denen hat ein Table dafür. Ah. So. Hauen wir weg hier. Hauen wir alles weg hier. So. Ja, ganz gerne noch was. Kommen langsam an den Punkt, wo wir hier die Treppen abbauen, ja. Wir werden hier den ganzen Berg ausfüllen müssen, sozusagen, so weit wie möglich. Nach Form reinbringen, damit das gut aussieht. Und natürlich auch groß und weit und nicht beengt. Und sich hier wirklich frei fühlen. Und, so, haben wir hier, sind wir schon hier an unserem Schlafplatz angelangt. Weg. So, weg.
Ist alles weg. Muss alles weg. So. Das wird schön. Gut, erst diesen Stein brauche ich ja sowieso. Wir werden natürlich nicht nur diese roten Ziegel hier auslegen, sondern auch geglättete Diorit gelegt werden. So. Das Korn muss halt passen. So. Knopf zu drücken, aber ich muss immer so spontan diesen Prime hier bekommen kann. Ich kann mich gar nicht wehren gegen. So. Aber es wurde noch keiner über YouTube an Corona angesteckt. Gruppe. Verstrahlung oder so, keine Ahnung. Das geht nicht. So. Ich habe auch mein Mikrofon nicht vollgeschlagen. Ich habe mich weggedreht. So. So, jetzt haben wir ja schon die. Ist das hier so die Breite? Ja. Nein, noch nicht. Hier ist auch die Decke weg. Ach. Das sind jetzt diese, wahrscheinlich diese Zaubermelodien, die sie abspielen. Das ist natürlich sehr langweilig. Bei Loom führt man ja Zauber mit Melodien aus. Zauberei mit Musik. Also Magie mit Musik. Wo Musik ist natürlich generell immer. Musik ist wie Magie im Prinzip. So. Ah, so langsam wird es, ne? Also muss das viel größer werden, das ist noch zu klein alles hier. Zu klein. Warum viel mehr Lichter machen? So, aber wir arbeiten dran. So, jetzt
drüben hört ihr auch auf. Ah. Okay. Ich denke, ja, wir machen das hier Stück auch noch zu Ende und dann haben wir die heutige Folge auch geschafft. Und wie gesagt, ich will hier eine große Halle haben. Das ist mein Ziel. Dann wirklich einigermaßen hübsch gestaltet mit Säulen und Bahnsteigen halt. Ich möchte hier halt, ich soll halt Bahnhof werden. Ne? Das kann vielleicht auch ganz doof laufen, dass ich den ganzen Berg verschwinden lassen muss. Das weiß ich noch nicht. Also noch ist meine Idee, es in den Berg hineinzubauen. So maximal erhalten. Wie es geht, halt nur innen nicht. Total ausgehöhlt. Ne? Doof, was gehen wir in die Tiefe? Dann lassen wir den Berg nicht verschwinden. Behalten wir die Landschaft hier. Halten wir die Landschaft. Boom. Das machen wir so. Ich denke, so machen wir das. So. Na, und dann. Also, wir können wieder schlafen gehen. Wir rauchen uns einmal hin kurz. Hier ist noch keiner. Also, es ist. So. Wird schon wieder hell? Nee, es geht die Sonne wieder runter. Ja, warum hier diese Dinge? Was ist da los? Was stimmt denn mit mir nicht? So. Jetzt ist es dunkel. Ja. Kurz hier hin. Zack, und weiter geht's. Und noch ein paar Stück davon. Bisschen was so ein bisschen Form annimmt. Und dann müssen wir noch was für den Eingang einfallen lassen. Da muss ich mir was einfallen lassen, das auch gut aussieht. Ich glaube, große Säulen aus Marmor oder so, keine Ahnung. Ah, keine Ahnung, das ist nicht ganz richtig. Also so grobe Frösche habe ich ja schon. Kaum auf den Meter gehen hier. Ich hätte mal auch schöne Steine hier. Ja, und dann muss ich die Kisten hier natürlich langsam wegräumen. Ne? Das nutzt ja alles nichts. So, aber so wird es hier laufen. Ne? Und so ein paar Dinger hier hin, dass wir ein bisschen Licht haben. Ja. Machen wir das hier schon mal alles ab hier. Und die Kiste. Habe ich eine Kiste in der Tasche? Machen wir die Kiste hier. Also die vor die Kiste. Jetzt muss ich all die anderen Sachen wegwerfen. Erstmal, damit die Kiste kriege hier. Vor die Kiste. Ah. Okay. Kiste. Ich brauche die Kiste. Wo ist die Kiste? Ich brauche die Kiste. Ah, da ist die Kiste doch wunderbar. Da will ich das irgendwo hinpacken kann, was ich hier so in meine Tasche rumtrage. So. Dann schmeißen wir erstmal die Bautachmaterialsteine alle rein. Erde auch. So, alles rein da erstmal. Hüfen stellen wir auf hier oben. Das stellen wir auch auf. Der kommt dann auch erstmal rein. Das brauchen wir jetzt nicht so dringend. So. So, das ist aber auch alles rein, Kohle auch hier rein. So. Stell auch hier rein. Oh, und dann kommt hier noch das an, dann kommt das, und dann die beiden Öfen hier neben. Zack, zack. So. Dann können wir das hier einsammeln. So, ich habe hier. Das schließt sich nicht. Was machen wir denn da? Das raus, das raus, das raus. Noch was anderes, machen wir doch hier Steine rein nur. Dann auch noch drin. Rein, 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 rein. So. Auch noch eine Kiste. Guck mal, die Kiste hier am besten leer ist, dann die ist nicht so voll. So. Genau, und dann können wir hier die wichtigen Baumaterialien rein, wie die Gleise schon mal. Zack, zack, zack. Und das Essen tun wir auch
Beziehungsweise zwischen die Opteilen, sagt man, was wir hier sehen, auch da unten. Das war hier. Was ich noch wegpacken, sind auch bei mir. Kohletür jetzt mal hier anlegen. Wo die Kohletür ich in den Ofen gleich rein, so. Das tue ich auch erstmal hier rein. So, hier sind wir drei weg. Holz. Okay, und dann hier Kohle in den Ofen. So, muss weg. Aber weg. So. Kisten, wo sind die Kisten, Kisten, Kisten? Da oben sind sie, genau, ja. So, vergrößern wir die Kiste hier, da ist das klar. Und die Kiste, und dann hier, die Kiste erstmal hier, die Erde hier, Spaß, als hier rein, die Erde rein. Kies fliegt hier auch rein. Und Kies brauchen wir für die Gleisbetten, ne? Das wäre realistisch, ne? Machen wir so, ne? So, ja, die ist schon groß jetzt. Ja. Benderze tue ich hier rein, Fäden tue ich hier rein. Fackeln, ein paar Schubladen bei mir. Noch ein bisschen mehr Essen hier. Für Holz. Ach, ist Sand. Sand machen wir zu Glas, brauchen wir zu Glas. Also machen wir hier, zack, machen wir Glas draus. So. Ein Laum, Olor, bei mir, zack. Wir werden auch wieder an jedem Bahnhof eine Lorenkiste hinstellen, wo man sich eine Lore ausleihen kann. Dann wollen wir mal sehen, dass man sich zwischendurch wieder eine nachfüllt. An einem Bahnhof nachher alle, an einem anderen Bahnhof gar nichts. Das hier, Knochen hier, was auch. Ich könnte also solche Sachen in der Küche noch. Das dürfen wir das jetzt noch nicht. So, so auf, dann hier den. Das habe ich jetzt mal auf dem Server. So, auch weg. So. Kiste, 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 da. So, ja, schön können wir bitte rein. Säule schmeißen wir hier rein. Hier. Genau, die Eisenbahn noch anhören. Das passt da oben ganz gut hin. Hier rein, ja. Holz, noch mehr Holz, Holz, und Steine, Feuerstein kann auch hier so reingelegt werden, auch das Schwarzpulver, ja, da wollen wir bei mir, ich kann hier wegessen noch, da würde ich auch mal einfach hier so rein. Okay, da probiere ich auch mal rein, so. Auch nicht so dringend. Also die Sachen muss ich nochmal in mein Haus bringen, die ich jetzt so hier direkt nicht brauche. So. Alles klar. Wo haben die Steine nochmal gehabt? Steine waren hier vorne. Ja, Steinsorten waren hier vorne. Steine kommen hier vorne. Die Erde kommt raus hier. Steine kommen hier rein. Zack, zack, zack. Auch die Steinstufen schmeiße ich erstmal hier rein. So. Eine Erde habe ich hier gehabt. Das wird hier. So. Genau, dann haben wir es für heute auch. So, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und habt euch wohl. Bis demnächst, euer Jockel. Und ja, wie gesagt, Ideen sind gefragt. Also, wenn ihr welche habt, schreibt sie. Ich werde nicht so oft, oft ist falsch, nicht sofort antworten, weil ich eben halt nicht so oft die Kommentare lese.
man wird auch nicht so direkt aufmerksam gemacht, wird nicht direkt drauf gestoßen. Man muss routinemäßig mal zwischendurch mal gucken, ist da was passiert, hat einer was geschrieben oder so. Das ist immer das Problem. Also vielleicht mache ich auch irgendwann wieder einen Discord-Kanal dazu, für den Server hier. Oder Examil-Postfach, wo ihr dann direkt eine Mail schreiben könnt. Also voll Spam. Natürlich nicht. Wenn einer zu viel unnützes, also wirklich nur Spam, dann blockiere ich ihn natürlich. Alles klar. So, dann also habt euch wohl und bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.